Malerische Aussicht genossen gestern auch die Wanderer auf der Ugeralpe. Auf dem Ugeralpsee nämlich fand die höchstgelegene Segelregatta Österreichs statt. Dazu gleich mehr. Zuvor nämlich feierte unser Bikesea-Team am Samstag ein zünftiges Oktoberfest. Gemeinsam mit hunderten Trachtenfans, die dazu ins Hohenemser Eventcenter pilgerten. Um stilgerecht auf einem zünftigen Oktoberfest zu feiern, muss man sich schon in Dirndl und Lederhose werfen. Und hat man keine eigene, greift man kurzerhand in einen fremden Kleiderkasten. Mein Papa war früher bei der Schuhplattler da halt so in Ems und der hat da immer halt mitgemacht und darum haben wir ein paar daheim. Die gemeinsame Tracht stärkt das Gemeinschaftsgefühl und so bekennen sich zumindest zur Oktoberfestsaison viele Jugendliche zu Dirndl und Co. Wenn ich auf Oktoberfest gehe, träge ich auch eins. Warum? Es gehört einfach dazu, also es ist das Oktoberfest. Wie fühlst du dich jetzt in dem Dirndl heute? Ja, so unter der Masse wohl, weil jeder im Dirndl ist und passt es dazu. Trachten haben ihr verstaubtes Image längst verloren. Sie sind nicht nur modisch und schick, sondern auch bequem. Bei den Männern fehlt aber manchmal noch der Mut zur Tracht. Tragst du öfter Lederhosen oder nur zu Anlässen wie heute? Nein, nur zu Anlässen wie heute. Warum sonst nicht? Ja, keine Ahnung, ist nicht Alltagskleidung. Sie ist ganz fein. Also es ist frei, zumalig und alt. Sie sitzt ganz fein und alt, ist voll gut. Ja, warum tragst du es dann nicht öfter? Ja, Disco lebt man sich nicht an, Lederhosen. Sieht so aus, als ob die Krachlederne vorerst nur auf dem Oktoberfest zu Hause ist.